Es war einmal eine Zauberin, die hatte drei Söhne, die sich brüderlich liebten. Aber sie traute ihnen nicht, denn sie glaubte, sie wollten ihr die Macht rauben. Und so verwandelte sie den Ältesten in einen Adler. Der musste hoch oben im Felsengebirge hausen, und manchmal, da sah man ihn, wie er am Himmel seine großen Kreise zog. Da sah er doch auf einer Lichtung zwei Riesen, die miteinander kämpften. Und als die Riesen ihn sahen, da winkten sie ihm zu und riefen, er solle doch zu ihnen kommen. Und der eine Riese, der sprach, »Höre, wir streiten uns um einen alten Hut, wem er zugehören soll. Aber da wir beide gleich stark sind, kann keiner den anderen besiegen. Ihr Menschenkinder, ihr seid doch viel klüger als wir Riesen. Sage du uns, was sollen wir tun?« »Was, ihr streitet euch um einen alten Hut? Wie geht das an?« sagte da der Jüngling. Dort stand aber auch schon der wilde Auerochse. Der schaute ihn an mit großen, feurigen Augen, mit Schaum vor dem Maul und wetzenden Zähnen. Der Jüngling aber, der zog geschwind sein Schwert und fing an zum Kämpfen. Und es ward ein furchtbarer Kampf, der dauerte den ganzen Tag. Am Abend jedoch, da konnte er den Auerochsen besiegen. Da stieg aus dem Leib des Auerochsen der Feuervogel empor. Der flog hoch hinauf in die Lüfte und wollte schon davonfliegen. Aber da kam ein Adler geflogen, der verfolgte den Feuervogel und trieb diesen immer weiter in Richtung Meer. Das war der eine Bruder, der in einen Adler verwandelt war. Der kam ihm zu Hilfe. Da lag ganz unversehrt die kristallene Kugel. Er nahm sie heraus, ging damit zum Zauberer und hielt sie ihm vor. Und als der Zauberer die kristallene Kugel sah, da erschrak er und sprach, »Von heute an ist meine Macht gebrochen, und du wirst der Herr vom Schloss der goldenen Sonne sein. Auch werden deine beiden Brüder ihre menschliche Gestalt zurückbekommen.« Der Jüngling aber ging, so schnell er nur konnte, zum Schloss der goldenen Sonne, die Treppe hinauf, durch alle Säle hindurch, und im letzten, da fand er die Königstochter, aber diesmal in ihrer wahren Gestalt. Voller Schönheit stand sie vor ihm, und die beiden, ach, die gefielen sich und tauschten die Ringe miteinander. Und sie lebten noch lange Zeit in Glück und Zufriedenheit im Schloss der goldenen Sonne.